hat jetzt 9 Liter reingelassen, wie sie es auch bei jedem anderen Programm auch macht. Jetzt schön durchfeuchten. Scheint aber schon zu reichen. Aber ich denke mal, sie nimmt trotzdem noch mehr Wasser. Ich hoffe natürlich auch, dass das Programm sehr wenig Wasser nimmt. Deswegen benutze ich es ja. Aber nein, natürlich nimmt es noch Wasser. Obwohl der Jet nicht trocken läuft. Okay, interessant. Das macht sie sonst nicht. Oh, sie gibt aber ganz schön lang Wasser. Okay, das macht sie wie gesagt sonst nicht. Sieht sehr viel aus. Ich bin mal gespannt. Scheint, dass die Mengenautomatik ein bisschen anders ist. Und sie hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Wasser drin. Also hätte ich auch Kochbund nehmen können. Da nimmt sie wahrscheinlich genauso viel Wasser. Ah, heftig. Dafür macht sie hoffentlich nur 2 Spülen, weil ich finde, das reicht. Bei Kochbund macht sie natürlich immer 3. Jetzt dadurch, dass ich ausprobiert habe, dieses mit dem Gewicht auszumachen, finde ich auf jeden Fall deutlich besser, weil ja, die spielt mit der Zeit so rum, das braucht man gar nicht. Und ich mag die Mengenautomatik von ALG sowieso sehr gerne, durch die Protex, die ich ja auch vorher hatte, früher. Da war ich immer sehr zufrieden mit, die hat sehr wenig Wasser genommen, das war immer sehr, sehr gut. Also wenn jetzt noch Wasser nehme, dann hat sie zu viel. Boah, sie hat fast 20 Liter drin. Alter.
Joa. Ganz schön viel. Aber ich hoffe, dass sie auf jeden Fall die Zeit runterpacken wird. Oh, sie nimmt natürlich noch mehr Wasser. Geil. Das war's schon wieder. Aber wie cool. Energiesparprogramm scheint ziemlich geil zu sein. Heizung an, jetzt. So, mega. Ah, jetzt wäscht sie normal. Aber sie scheint doch sehr wenig Wasser zu haben. Das liegt immer an dem Jet, dass man denkt, da ist so unfassbar viel Wasser drin. Ja, aber ist es gar nicht. Ja, jetzt ist die Wäsche irgendwie ein bisschen aufgerollt. Aber das scheint ein sehr cooles Programm zu sein. Sie hat die Zeit jetzt nicht runtergestellt. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich hoffe, sie macht natürlich mehr Einweichzeiten auch. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Wasserstand. Ich dachte, es ist mehr. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Kann jetzt natürlich leider nicht messen, wie viel sie erreicht. Aber, mein Gott, ist ja ein langes Programm. Passt schon. Und sie wäscht auch gar nicht so intensiv. Also ich glaube, sie macht jetzt irgendeine besondere Phase. Ja, sieht man dann. Aber das werde ich, wenn ich es jetzt schon mal sehen kann, öfter nutzen. Finde ich sehr gut. So, also nach 10 Minuten ungefähr ist jetzt die Heizung, der Jet schon an. Oh. Ich denke mal nicht, dass sie sehr viel geheizt hat und dass sie auch viel nachheizen wird. Aber mal sehen, wie das Ergebnis ist, ob alles sauber ist, ob alles gut riecht. Weil dann würde ich es auf jeden Fall öfter nutzen. Aber natürlich mache ich trotzdem noch Kochwäsche und so. Das ist mir total wichtig. Und natürlich 60 Grad. Bin jetzt nicht so der Fan vom Kaltwaschen und alles. Muss nicht unbedingt sein. Aber solange sie ein wenig heizt, ist alles in Ordnung. So, der Jet ist wieder aus und es hörte sich so an, als hätte sie die Heizung wieder angemacht. Oh, die Zeit. Ach nee, die ist immer noch gleich. Anscheinend immer noch 12:52 Uhr fertig. Ja. Auf jeden Fall hat sie die Heizung nochmal angemacht. Jet ist nämlich aus. Okay, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Sieht sehr blau aus, das Wasser. Aber sie wäscht nicht so intensiv. Also weicht sie auch viel ein. Oh, das finde ich ja richtig toll. Und jetzt wäscht sie auch zum Beispiel langsam. Wow, bin beeindruckt. Richtig geil. Und da wäscht sie schneller.
Oh, das ist doch vollkommen in Ordnung. Und scheint echt sehr wenig Wasser drin gewesen zu sein. Diese arme Pumpe, Alter. Oh oh.